Grüß euch, ich bin der Markus Wiedholzl, bin der Vertriebsleiter für Privat- und Gewerbekunden bei der Salzburg AG. Ja, meine Kolleginnen im Vertrieb für Privat- und Gewerbekunden verkaufen von der Energie, Strom und Gas über die Zukunftsfelder, über E-Mobilität, PV, also Solardächer, über die Wärme, Fernwärme, Wärmepumpen bis hin zu unseren Telekom-Produkten, Internet, Telefonie und auch Fernsehen, das gesamte Produktportfolio. 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den Vertrieb tätig. Die Kolleginnen und Kollegen haben unterschiedliche Social Skills. Das geht jetzt vom Techniker, der das Handwerk des Verkäufers gelernt hat, oder von der anderen Seite vom Verkäufer, der sozusagen dann die technischen Gegebenheiten oder die technischen Parameter für die Produkte dann auch gelernt hat. Ja. Hallo, grüß euch, ich bin der Sengler von Christian, bin seit Mitte September 2021 in der Salzburg AG und bin in der Business Unit Customer and Markets CU tätig. Also ich bin Sales Manager in der Region Tennegau und bearbeite da die Tickets, also die Anfragen, was von den Kunden reinkommen im Telekom-Bereich oder E-Mobilität. Die größten Herausforderungen, die wir managen müssen, ist eigentlich die Produktvielfalt, also die hohe Anzahl an Produkten, an Zusatzprodukten, die sich auch ständig weiterentwickeln. Die Technologie bleibt hier nicht stehen und so haben wir einen ständigen Wandel auch in der Produktvielfalt. Und da ist es schon eine große Herausforderung für die Kolleginnen und die Kollegen, hier immer am aktuellen Stand zu sein. Und da braucht es vor allem viele helfende Hände im Hintergrund, die den Vertrieb unterstützen. Eine von ihnen ist Katrin Promecker. Meine Aufgaben in der Vertriebsunterstützung sind, dass ich die Verträge bearbeite für die Kundenbetreuer, dass ich die Verrechnung mache und dass ich einen Auftrag an die Technik weitergebe. Ich schaue mal in die Ticket-Inbox, teile mal die ganzen Aufträge zu, dann macht der Kundenbetreuer, erstellt dann einen Vertrag. Den unterschriebenen Vertrag, der kommt wieder zu mir. Ich gebe den Auftrag an die Technik weiter. Und wenn die Technik den Internetanschluss hergestellt hat, dann kommt es wieder zu mir und ich verrechne den Auftrag. Das Coole, muss man schon sagen, bei uns im Job ist, dass du generell den Tag selbst einteilen kannst. Ja? Du hast zwar die Leads, die über unsere Aktionen kommen, geht es ein bisschen um die Lead-Qualifizierung, wie der Kunde wirklich, wann will er, welcher Produkt benötigt er. Und so kann man sich dann schon die Kundentermine, das Abarbeiten der Tickets und da die Vertragserstellung und da die Telefonate dann selbst einteilen. Ergänzend zum Vertrieb haben wir auch ein Sales Operations. Hier geht es um die Vertriebssteuerung, um das Definieren von Vertriebsprozessen und um das Partnering, um hier auch die Partner, die uns da sehr stark unterstützen, zu koordinieren und zu steuern. Was mir an meinem Job taugt und irrsinnig Spaß macht, ist, mit dem Kunden in Kontakt zu treten, den Kunden zu beraten, für den Kunden das passende Produkt zu finden und dass am Ende des Tages auch der Kunde zufrieden ist und das richtige Produkt von uns erhalten hat. Wenn Sie Interesse an einem Job bei der Salzburg AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/durchstarterin.